Beats. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tackle Nerd und zwar heute mal ein Review, worauf ihr lange gewartet habt. Direkt vom Bellyboot, vom Wasser, die Sonne schallert und wir dachten, okay, heute nehmen wir uns mal die Zeit, vor allem weil Johannes und ich lange nicht mehr zusammen waren am Wasser. Und wie schon im Titel zu lesen, Cobra RS Limited und Cobra GT, wo sind die Unterschiede, werden wir euch auch zeigen und erklären. Was kann diese Route? Wofür ist diese Route gemacht? Welcher Blank, welche Ringe? Das erfahrt ihr jetzt im Video und jetzt geht's los. Wie schon sehr, sehr lange angekündigt, Cobra RS und GT Review. Mega geiler Stock, gleich mal von vornherein weg. Also das ist so meine absolute Lieblingsroute und ich kenne auch noch einige andere, die wirklich sehr gern fischen. Ist eigentlich eine Hardbait-Route mit einem Moderate Taper. Ja, ich würde jetzt einfach euch mal kurz den Unterschied zwischen der GT und RS Limited erklären. Bei der RS Limited habt ihr einen Champagnerkork der Stufe AA. Ihr habt einen Split mit EVA. Bei der GT habt ihr einen Full EVA Grip. Und die Beringung ist halt anders. Bei der RS Limited ist halt eine Titanium SIG-Beringung. Eine Tourzeit, Titanium Tourzeitbringung, sorry. Bei der Cobra GT habt ihr eine nicht rostende Fuji SIG-Beringung. Bei der RS und der Cobra ist halt wirklich minimal ein paar Gramm Unterschied vom Gewicht, weil die RS Limited Serie ist halt eine Turnierserie. Darum geht es halt einfach darum, dass man über den ganzen Tag ermüdungsfrei fischen kann. Die GT-Serie benutzen die Japaner als alltägliche Route, die man halt wirklich über den ganzen Tag fischt, wenn man halt einfach so für sich angeln geht. Der Blank ist derselbe. Hier handelt sich hierbei um einen T1100G Blank. Das ist der hochwertigste Carbon Blank, den es so auf dem Weltmarkt gibt. Da ist der Unterschied, ein normaler Blank ist ja so anderthalb Mal gedreht. Und der T1100G Blank, der ist ja von inneren, also von Evergreen verdickter, also der ist viel dicker von innen und dementsprechend ist der so robust. Deswegen kostet die Route auch so eine Stange Geld. Das ist halt eine Route, die auf lange, 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 lange Zeit hält. Also ich kenne noch keine, die gebrochen ist mit dem Blank. Außer man haut die in der Tür zwischen oder so. Aber ansonsten habt ihr damit keine Probleme. Die Route kann eigentlich so gut wie alles. Von 7 Gramm Skirted Jig mit 3 Inch Trailer. Schön über den Boden geschliffen mit verzögerten Anhieben auf Barschen. Funktioniert super. Oder mit Small Shads, also so ganz dünnen Gummifischchen. Wie den Neuki Smoking Swimmer oder den Jack All Eye Shad Tail. Am 7 Gramm Kopf in der Strömung auf Zander haben wir auch schon gemacht. Funktioniert auch. Ansonsten die komplette Bank an Hardbaits, Searchbaits meistert die Route perfekt, vom Chatterbait bis zum Lipless Crankbait, vom Deep Diver Crankbait, so zum Beispiel OSP Blitz, Tiny Blitz, so die ganzen Geschichten, halt wirklich hier so eine Sachen meistert die wirklich in Perfektion. Jetzt werdet ihr noch mal ein paar coole Slow-Mo-Aufnahmen sehen, was die Route so kann, die Biegekurve, viel Spaß dabei, ihr kennt sie ja schon aus vielen Videos von mir. Jetzt habt ihr mal den genauen Unterschied, was der Unterschied zwischen RS Limited und der Inspire GT ist.
jetzt kommen wir nochmal zum Blank oder Taper, zu der Aktion der Route. Moderate Taper, ihr seht, der Blank biegt sich bis ins Backbone rein. Das ist Moderate. Moderate ist halt super zum Searchbait angeln und auch zum Topwater angeln, Twitchbaits. Also man kann damit wirklich sehr, sehr viel machen. Das ist sehr wichtig, dass die Route sowas abpuffert. Weil ansonsten, wenn ihr zum Beispiel einen Popper oder so schlägt, der springt aus dem Wasser raus und ihr kriegt gar nicht so die Aktion so hin, wie ihr es eigentlich haben wollt. Ja, mega geile Route, macht mega Spaß. Ich kann sie euch nur empfehlen. Wenn ihr das nächste Mal bei Angelsport Moritz seid, fragt nach an der Kasse. Ihr würdet ganz gerne mal eine Evergreen-Route sehen, weil die stehen nicht einfach so im Regal rum. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Schreibt unten was in die Kommentare rein. Folgt meinem Buddy Johannes Radke auf jeden Fall, der gerade hinter der Kamera sitzt. Vielen lieben Dank, Dicker. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Tight Lines, euer Tech-Nerd.